Hallo, 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 ihr Hübschen. Ja, ich sitze hier noch mit Wolldecke oder wieder mit Wolldecke. Wie immer, ich meine, hallo, wir haben minus 3, 7, 6, 5, 4 Grad draußen. Und ich habe auch sehr viel unten drunter an. Was habe ich denn hier gemacht? Wahrscheinlich zu viel gekratzt. Ich habe auch noch ein paar Lagen unten drunter, weil ich war ja auch mit dem Hund draußen. So sieht meine Hand aus. Sie geht schon wieder kaputt. Und ich dachte, es kommt der Frühling. Aha. Ich habe mir doch die Sonne gewünscht. Ich habe die Sonne bestellt. Und was kommt? Hat so gestern angefangen zu schneien? Furchtbar. Naja, aber es ist doch cool, dass man drinnen schön in Wolldecke und sich einkuscheln kann und 6000 Witze lesen. Oder andere Bücher. Aber ich wollte euch einfach nur sagen, hey, yippie, wenn ich jetzt demnächst offline bin, lerne ich diese Sachen hier auswendig und dann berichte ich davon. Nein, wie auch immer. Habt ihr Lust? Soll ich euch was vorlesen? Irgendeinen Witz vielleicht? Ich bin ja sowieso selber ganz witzig. Also, sagt einfach mal Stopp. Stopp! Okay. Ich hab da mal eins. Warte. Der Papagei spricht ja kein Wort, beschwert sich der Kunde. Haben Sie eine Ahnung? Er ist nur im Moment sprachlos, weil ich ihn so billig verkauft habe. Ho, ho, ho. Sehr witzig, sehr lustig, hab ganz toll gelacht. Ihr auch? Ich weiß gar nicht, was hier mit meinen Haaren los ist. Kommt, wird es noch da? So vielleicht besser. Dann nochmal weiter. Vielleicht gibt es was Besseres zum Lachen. Das Haar vielleicht. Hey Mann, ey. Kann mal einer von euch das Haar da wegmachen? Ey Mann. Das kommt vom Wetter, Leute. Meine Haare sind vom Wetter erfroren. Halbwegs. So. Was ist denn hier los? Hallo, Computer. Ja. Noch ein kurzer Witz oder ein langer? Was wollt ihr hören? Hallo, was ist denn hier los? Wo ist das Bild hin? Ah, da. Huch, jetzt ist das Bild wieder da. Gott sei Dank. Noch 61%, dann ist ein Video wieder hochgeladen. Das kommt aber planmäßig vor einem anderen Tag. So. Ich habe jetzt planmäßige Nerdig hoch. Und ein anderes lädt auch noch, das ich bearbeite. Und bis dahin bespaße ich mich mit. Interessant, ich dachte, da steht Dieter Bohlen. Ha, nein, da steht, Dieter ist im Büro ein fruchtbarer Streber. Wieso? Na, hör mal, er streut dem Chef Niespulver auf den Schreibtisch, nur um ihm oft Gesundheit wünschen zu können. Aha. Vielleicht verstehe ich den Witz nicht richtig. Muss ich nochmal lesen? Naja, vielleicht bin ich auch gerade irgendwie witzlos, dass ich die 6000 Witze oder davon zumindest 2 mich nicht ganz kaputt lache dadurch. Komisch, ne? Habt ihr nicht auch irgendwelche Witze irgendwo in einem Buch oder online? Naja. Ich sag jetzt Stopp. Sie wohnen hier und können mir nicht den kürzesten Weg zum Bahnhof beschreiben. Verzeihung, ich bin Taxifahrer. Ja klar, der Taxifahrer möchte ja auch den Kunden jetzt zum Bahnhof fahren. Es ist lustig. Frage. Welches Rad dreht sich in einer starken Linkskurve am wenigsten? Antwort. Das Reserverad. Ho, 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 ho. Wenn man ein Reserverad hat, ist gut. Wenn ich das Pech gehabt. Ho, ho, ho. Dann dreht sie das auch nicht durch. Toller Scherz, ne? Also, das ist echt lustig. Peter fuhr gegen einen Baum. Und fragt verwundert,
sind alle Autos aus so weichem Material? Hat ein Gummibaum gefällt vielleicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich damit noch klarkomme in den paar Monaten, wo ich offline bin und damit witzig werde. Irgendwie kann ich darüber gerade nicht lachen. Aber vielleicht habt ihr was dazu gelacht jetzt gerade. Meine Nase ist am Laufen. So. Dann wünsche ich noch eine schöne Zeit. Mich ohne mich oder ohne dich. Oder ohne uns. Nein, ich bin ja noch da. Ich produziere ja vor. Ich gebe es zu, aber sag nicht weiter. Sagt nicht weiter. Ja. Und ich tue gerade, also ich tue gerade, ja. Ich mache gerade, nein, ich, weil wir sie auch egal. Ich schneide gerade ein Video zusammen, weil ich heute auf eine Wohnmobilmesse war. Frühjahrs- oder Frühlings- oder Frühlingsmesse. Wie haben sie es genannt? Ich muss nochmal nachgucken. Warte mal. Frühjahrsmesse. Von MS Reisemobile Münster. Da war ich heute. Und ich bin total begeistert über diese ganzen Wohnmobile. Oh, ich hätte geil. Also ich wäre gerne da geblieben und hätte mir irgendwo eins von den Wohnmobilbetten genommen und einfach hingelegt und gesagt, ich schlafe dann erstmal bis morgen früh, können Sie mich wieder wecken? Oder so. Aber die schließen ja auch keinen ein, also auch wenn da kein Schlüssel und so drin ist. Naja, ist ja, es wäre ein schöner Wunsch gewesen, einmal in Wohnmobil zu schlafen. Oder vielleicht ein paar Nächte mehr, so heimlich. Aber es wäre nicht gut für Jacko gewesen, ne? 2-3 Nächte wegzubleiben, der arme Hund pinkelt mir die Bude voll und scheißt mir noch in die Ecken. Nee. Da bin ich froh, dass ich wieder nach Hause gegangen bin. So viel dazu. Das wäre es dann erstmal von meinem witzigen Witzbuch. Und ansonsten stelle ich euch auch demnächst noch weitere Bücher und CDs vor oder sonst was. Weil ich gerade zum Einschlafen ist. Nein, weil es dunkel draußen ist. Und ich sonst nichts anderes zu tun habe, außer vielleicht in der Badewanne mal zu gehen. Das ist, kommt wirklich vom Wetter. Ich war... Ehrlich, ich habe gestern noch alles gewaschen und ich sehe aus, als hätte ich einen Fettmob auf dem Kopf. Ein Fettmob? So ein fettiges Ding. Ich habe mir einfach nur wieder mal ein bisschen zu viel Kokosnussöl reingeschmiert. Glaubt ihr es mir? Nein. Glaubt ihr mir nicht? Das kommt wirklich, also wirklich, nämlich, ich möchte mal sagen, ja, wo die Sonne gescheint hat, und es wieder ein bisschen wärmer wurde, da war mein Haar viel schöner. Jetzt ist es total kalt draußen und ein bisschen feucht. Und meine Haare sehen aus wie ein Wassersack. So, nur so viel dazu. Ich red mich schon im Schlaf. Ich schlafe schon selber vor mir ein. Ja, das war es dann erstmal für heute. Ich wünsche eine schöne Zeit, lasst euch nur gut gehen und bis zum nächsten Mal.